folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im GSenSync Publishing Tool überprüfen können, welcher Händler nach der Zielmarktpublikation der Artikelhierarchie Ihre Daten abgeholt hat. Nach dem Einloggen klicken Sie zunächst auf Artikel in der Menüleiste. Wählen Sie die Artikelhierarchie aus, bei der Sie den CSC-Status überprüfen möchten, und klicken diese doppelt an. Sie gelangen anschließend in den Bearbeitungsmodus des Artikels. Hier ist zu beachten, dass der CSC-Status immer nur auf der Ebene angezeigt wird, auf der auch tatsächlich publiziert wurde. Auf der rechten Seite des Bildschirms finden Sie jetzt den Button CSC-Historie. CSC bedeutet Catalog Item Confirmation. Das ist die Bestätigung der Händler, die ihre Daten abgeholt haben. Es gibt folgende Stati, die Ihnen hier angezeigt werden können: Rejected, Received und Synchronized. Der Status Rejected besagt, dass bei der Publikation etwas nicht funktioniert hat. Im besten Fall werden Ihnen die Stati Received und Synchronized mit dem aktuellen Datum angezeigt. Erst wenn beide ersichtlich sind, sind die Daten auch an den jeweiligen Händler übertragen worden. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team von GSenSync gerne zur Verfügung.